Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im schönen Tamriel und ja, wir sind noch in Deshan. Nachdem es in der letzten Folge etwas kompliziert geworden ist, müssen wir heute mit der Ordinatorin sprechen. Ah, gerade rechtzeitig. Die heilige Herrin hat uns gebeten, nach euch Ausschau zu halten. Ja, mir wurde gesagt, ihr hattet eine Botschaft für mich. In der Tat. Die heilige Herrin will euch wissen lassen, dass sie nicht alles Ungeziefer ausmerzen konnte, das ihr in der Kanalisation aufgestöbert habt. Die kleine Armee, die flüchten konnte, treibt immer noch ihr Unwesen? So glaubt es Almalexia. Mir wurde aufgetragen, euch die Dankbarkeit des Tribunals zu übermitteln und euch darüber zu informieren, dass die heilige Herrin noch immer eure Dienste benötigt. Und noch eine Sache. Die heilige Herrin wünscht, mit euch zu sprechen. Persönlich. Sie erwartet eure Anwesenheit. Bitte geht sofort in den Tempel. Weiß sie, wo die Leidgeborenen angreifen wollen? Die heilige Herrin teilt nicht alle ihre Geheimnisse mit denen, die ihr dienen. Doch soweit ich weiß, hat noch kein Angriff innerhalb der Stadtmauern stattgefunden. Was erzählt ihr mir nicht? Uns wurde befohlen, das volle Ausmaß der Situation nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Um Panik zu vermeiden, wisst ihr? Die Herrin ruft euch. Geht. Ich bin auf dem Weg. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, in welche Richtung wir hier eigentlich reiten müssen. Das war ja so ein bisschen blöd, da hochzukommen. Einmal hier. Ah ja, hier ist es. Almalexia, ich bin auf dem Weg. Warum stehst du jetzt gerade hier? Einige meiner eigenen Kinder haben mich verraten. Ich bin nur selten eine erzürnte Göttin, doch in diesem Fall soll es Vergeltung geben. Wie kann ich helfen? Der Zorn verschlingt mich. Die Leidgeborenen dringen in mein Heim vor. Sie greifen meine Kinder an. Sie greifen mich an. Ihr habt euch als loyal und fähig erwiesen. Ich ersuche euch, mir ein weiteres Mal zu dienen. Ich fühle mich geehrt, heilige Herrin. Die Leidgeborenen sind in den Tempel eingedrungen und haben ein Portal ins Reich des Vergessens geöffnet. Schon jetzt dringen Daedra in seine geweihten Hallen ein. Ein solcher Frevel darf nicht bestehen bleiben. Was soll ich tun? Verbannt die Daedra, die unseren Tempel entweihen. Besiegt sie und macht euch dann auf den Weg zu meinem Altar. Während ihr ihre Schergen tötet, werde ich herausfinden, was die Leidgeborenen wirklich im Schilde führen. Jetzt geht und tragt meinen göttlichen Zorn mit euch. Aber was kann ich schon tun, was ihr nicht könnt? Ihr sollt es hören, auch wenn ihr nie davon sprechen solltet. Dieser Feind bedient sich der Täuschung und der Hinterlist. Ich brauche Zeit, um zu verstehen, welche Gefahr sie darstellen. Meine göttliche Verteidigung wurde durchbrochen und sie sind in den Tempel eingedrungen. Es darf nicht der Anschein entstehen, ich hätte versagt. Warum kümmert euch der Anschein? Der Anschein ist alles. Er nährt Ansichten und Glauben und derlei Dinge sind mir wichtig. Aber genug der Fragen. Rettet den Tempel und ihr werdet Ruhm unter den Sterblichen erlangen und von den Göttern begünstigt werden. Jawohl, meine heilige Herrin. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade sehen konnte in der Aufnahme. Ich bin gerade kurz rausgeflogen, weil ich leider im Hintergrund Diablo 4 am Runterladen bin. Dem Preload. Und ja, heute muss mal wieder alles auf einmal geschehen. So, die drei müssen wir machen. Okay. War doch gerade noch mal ein Buch, oder? Habe ich das jetzt schon gelesen? Ehrlich gesagt, von Beobachtern habe ich... Ich dachte, der wäre jetzt schon tot. Habe ich aktuell die Schnauze voll. Ich laufe momentan jeden Tag Wattisch ran, deswegen... Ja... ich nehme auch noch, komm. So, der war hier rechts, genau.
Das haben wir geschlossen. Da können wir sogar was rausnehmen. Sehr schön. Da stehlen wir auch nichts. Das ist toll. Ich sammle ja immer wieder gerne ein, wie ihr wisst. Ich wollte gerade noch sagen, dafür hat der liebe Gott das Abo Plus erfunden. Also das ESO Plus Abo. Aber ich glaube, der hat das nicht erfunden. Der die das. So, Moment, da, die Richtung. Ich wollte eigentlich nur geguckt haben, ob hier noch irgendwo ein Buch liegt. Das können wir aber nicht nehmen. Nee, das ist nicht am Leuchten. Aber hier können wir nochmal eben schnell alles wegnehmen. So. Guten Tag, ihr gehört hier nicht hin. Ich bin der Türsteher, ich muss euch leider nach draußen begleiten. In dem Fall jetzt komplett nach draußen. So, hier ist noch ein Portal. Ach, da war doch so eine blöde Aufgabe, glaube ich, dabei. Ich erinnere mich vage. Das leuchtet das jetzt oder leuchtet das? Nee, das leuchtet nicht. Okay. Dann schnappen wir uns zwar die Sachen, die hier rumstehen. Aber nicht das Buch. Achso, das war leer. Da müssen wir sowieso hin. Guten Tag, warum kommen Sie hier aus meinem Schaden raus? Das finde ich nicht nett. Gar nicht nett. Der hätte wenigstens so lange drin bleiben können, bis er tot ist. Moment, wir müssen eh in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, die haben mich nicht gesehen, ne? So, betretet den Altar. Dann geht es doch weiter in die Richtung. Ja, ich glaube, der würde mich sowieso sehen. Ist ja kein Schleichspiel, ist ja Tee so, ne? Da erkennen sie einen auch, wenn sie hinterm Rücken einfach vorbeischleichen. So, mal schauen. Wo ist denn hier? Genau. Da ist sie. Ich spüre, dass der Tempel frei vom Einfluss der Daedra ist. Wir sind hoch erfreut. Während ihr für meinen Ruhm gestritten habt, habe ich mehr über unsere Feinde erfahren. Was habt ihr herausgefunden? Magistra Vox setzte daedrische Magie ein, um die Nähte der Schutzzauber um die Hochkapelle aufzutrennen. Dann öffnete sie ein Tor ins Reich des Vergessens und füllte den Tempel mit Daedra. Warum würde sie so etwas tun? Vox will den Tempel entweihen, unsere heiligen Artefakte stehlen und die Daedra auf Gramfeste loslassen. Wenn sie Erfolg hat, wird eine gewaltige Zahl meiner Kinder sterben. Und mein Volk wird sein Vertrauen in das Tribunal verlieren. Das wäre eine Katastrophe. Was kann ich tun? Ihr müsst in die Hochkapelle gelangen. Vox hat es zwar geschafft, die Verteidigung zu umgehen, doch die Schutzzauber sind noch an Ort und Stelle und ziehen ihre Kraft aus der vollen Macht des Tribunals. Wir müssen euch an diesen Schutzzaubern vorbeibringen. Wie komme ich hinein? Ohne den Segen von jedem der drei kommt kein Sterblicher durch die Schutzzauber und in die Hochkapelle. Ihr habt euch in meinen Augen mehr als ausreichend bewiesen. Meinen Segen habt ihr bereits. Wie bekomme ich den Segen der anderen Götter? Geht in die Heiligtümer von Vivek und Sotasil. Meine Gefährten sind abwesend, doch sie hinterließen Prüfungen, die ich in Gang setzen kann, um euch ihren Segen zu verleihen. Übersteht die Prüfungen und erhaltet ihren Segen. Ja, wenn es weiter nichts ist, wobei ich noch weiß, wie die eine Prüfung war und die war, glaube ich, etwas nervig. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen sage ich da mal nichts zu. So, es sind jetzt keine neuen Daedra gekommen, aber wir haben ja noch ein paar stehen gelassen zwischendurch. Oder sind die jetzt auch weg? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, hier können wir jetzt auf jeden Fall nochmal beten. Sotasil, da. Sotasil schätzt Intelligenz und Einfallsreichtum. Er baut, er erhält, er ist der Meister seiner Schöpfung. Diese Qualitäten wird er auch bei euch auf die Probe stellen. Wie erhalte ich Sotasils Segen? Sotasil hat eine Prüfung entwickelt, die es ihm erlaubt, mit jedem Mal, dass er sie abschließt,
mehr über euch zu erfahren. Ihr müsst eines seiner Uhrwerkspielzeuge instand setzen und es dann zerschlagen. Ich muss etwas instand setzen, nur damit ich es zerschlagen kann? Alle Zahnräder drehen sich und folgen dem Schwungrad. Alle Kunstfertigkeit ist vergänglich. Und manchmal sind die Teile nützlicher als das Ganze. Da, göttliche Weisheit. Seid ihr damit zufrieden? Es ist sehr göttlich gewesen. Danke, Alamexia. So, das war übrigens die, die ich gehasst habe, glaube ich. Waldsprüche der großen Häuser. Schutzpatron, das hat aber auf jeden Fall nichts mit dem... Das muss ich Wewek zeigen. Oder hatte das was mit dem... Nee, ich glaube, das hat aber nichts damit zu tun. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher. Der hat aber, glaube ich, den Text, den ich haben musste, oder? Die Schiedseinheit ruht. Eine lose Platte schiebt sich zur Seite, um 5 leere Sockel freizugeben und 5 große Stifte werden in der Brust enthüllt. Die Tafel weist eine kleine, aber lesbare Inschrift auf. Die Inschrift lesen. Ein Meister erschafft das Perfekte. Die Funken gleichen der Zahl der Häuser, die diesen Tempel errichten. Das Drehende gleicht der Zahl meiner engsten Gefährten und mir. Also Moment, Funken sind die Häuser und was war das andere? Das Drehende, also wahrscheinlich die Rädchen, nehme ich mal an. Also die Anzahl der Rädchen. Ängsten, Gefährten und ihm. Also Ängste, Gefährten plus 1. So, betrachtet die Schiedseinheit. Die Kolben in Ruhe lassen. Ja, ich gehe erstmal kurz... Ich lese mir das mal eben kurz durch, weil da stand ja was mit Häusern, glaube ich, auch drin, oder? Haus Redoran. Haus Indoril. Haus Halalu, wie auch immer es ausgesprochen wird. Haus Dres. Haus Telvanni. Das sind 5. So. Und die engsten Gefährten. Steht da irgendwas über die engsten Gefährten drin? Das muss ich Wewek zeigen. Heilige Fromme. Moment, Moment, Moment. Der heilige Nere war da als Hauptmann. Inuri kennt keinen Schlaf. Meine ich jetzt die Heiligen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der heilige Olm ist noch dabei. Weil Induril hat ja anscheinend keinen Heiligen. Ach so. Oder meint er jetzt die Dreien mit den Gefährten jetzt die... Das kann natürlich auch sein, dass die jetzt nicht die Schutzpatrone meinen, sondern dass die die drei Götter meinen. Der 3. Halalu ist der Pilger. Ja, sonst wären es auch 5, die hier genannt werden. Hier ist auch nochmal einer drin. Also ich würde jetzt mal behaupten, es sind 3. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, was das hier eigentlich bedeutet. So, Kolben. Kolben sind da die Funken, nehme ich mal an. Keine überzähligen Zahnräder. Ach, ich glaube, wir mussten hier erstmal gegen die kämpfen, oder wie war das? Einen Kern habe ich bekommen. So, nochmal einen Kern. Was bekommt man auf der Seite? Wahrscheinlich Rädchen, oder? Rädchen, ja. Müssten ja 3 theoretisch reichen. So, Kolben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das die Funken. Da müssen wir Zahnräder hinzufügen. Wieso Zahnräder? Ein Dynamo-Kern. Jetzt haben wir 1-1.
Achso, Moment. Kolben. Hinzufügen. Kolben. Hinzufügen. Die Kolben untersuchen. 3. In Ruhe lassen. Fassungen. Nein. Ach. Oh. Dynamo-Kern hinzufügen. Fassung untersuchen. Hinzufügen. Ja, ich wollte hinzufügen und nicht rausnehmen. Hinzufügen, dann haben wir 3. Dann haben wir 4. Dann haben wir 5. Und dann müssen wir ihn kaputt machen. Habe ich die Prüfung jetzt bestanden? Eure Vernunft hat die Falle des Vermittlers übertroffen. Damit habt ihr euch selbst enthüllt. Ihr versteht nicht ganz. Darin besteht eure Unvollkommenheit. Seid ihr Sotasil? Wir sind die Makel von Sotasil. Aus seinem Wesen geschnitten, doch nie wirklich von ihm geschieden. Wir wägen die Schwächen der Inspiration gegen die Notwendigkeit des Fortschritts ab. Ihr werdet es nie erfahren. Ihr seid nicht Sotasil. Warum musste ich die Schiedseinheit vernichten? Perfektion kann nie wirklich erreicht werden. Aber indem man seine eigene Schöpfung immer wieder mit diesem unwissbaren Ziel vergleicht, kann man die Imperfektion des eigenen Produkts offenlegen. Könnt ihr diese Notwendigkeit akzeptieren? Ja, ich akzeptiere sie. Indem ihr die Notwendigkeit der Unvollkommenheit verstanden habt, habt ihr euch den Segen von Sotasil verdient. Sehr schön. Dann machen wir jetzt weiter. Das war nämlich die Quest, die ich, glaube ich, von allen am doofsten fand. Gut. War hier vorne nicht... Also ich glaube tatsächlich, die sind jetzt alle weg. Auch wenn wir sie nur übersprungen haben. Alter von Vivek. Wo ist meine Alamexia? Nee, Alamalexia. Viveks Prüfung wird euer Urteilsvermögen ermessen. Er hat unser gesegnetes Volk durch schwere Zeiten geführt. Seine Weisheit enthüllt die Geheimnisse, die andere bewahren. So soll eure geprüft werden. Wie erhalte ich Viveks Segen? Viveks Lehren nehmen oft die Form von Allegorien und Geschichten an. Sein Wissen eignet man sich an, indem man erst zuhört und dann handelt. Seine Herausforderung steht beispielhaft für eben dieses Vorgehen. Ihr müsst erst zuhören und dann handeln. Sagt mir, was ich tun muss. Ein Tempeldiener namens Warmen hat sich mit Belronen Telvanni duelliert und ihn vor Zeugen getötet. Aber Warmen war stets treu. Das Säen von derlei Zwietracht entsprach nicht seinem Wesen. Sprecht mit Warmen, wie Vivek es tat. Findet heraus, wer den Telvanni wirklich getötet hat. Also, Warmen ist eigentlich der Gute. So, Moment. Mein Fürst Vivek, ich habe ganz furchtbare Nachrichten. Belronen Telvanni hat mich zu einem Blutduell herausgefordert. Ich bedauere sagen zu müssen, dass ich gewonnen habe. Es war ein kleiner Schnitt im Arm. Genug, um die Sache zu beenden. Aber er starb. Erzählt mir von diesen Problemen. Ich beriet gerade Talnus und Galza, als die anderen kamen. Belronen war voller Zorn. Fenila hatte die Lippen verächtlich verzogen und Morami schien es egal zu sein, was als nächstes geschieht. Belronen behauptete, ich würde mich in seine Angelegenheiten einmischen. Er behauptete steif und fest, ich würde schon wissen, was er meint. Also Belronen war sauer. Habt ihr ihm Grund zu dieser Annahme gegeben? Natürlich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er bezichtigte mich der Lüge und forderte mich zu einem Duell bis zum ersten Blut heraus. Danach hielt der Tod reiche Ernte. Meine Klinge beendete sein Leben und sorgte unmittelbar für diesen ganzen Tumult. Ich beuge mich willig eurem Urteil, Fürst Vivek. Also wie heißt er jetzt, mit B irgendwas, hat ihn dann herausgefordert...
Also ich sag mal, eure Hände führten nur den Plan eines anderen aus. Niemand kann euch die Schuld dafür geben. Euer Wort steht außer Frage. Ich bin hier, um zu dienen. Obwohl mein Schlag Belronens Ende besiegelte, wurde er von anderer Hand in Gang gesetzt. Ich werde euch dabei helfen, die Quelle dieses Duells zu finden, wenn ihr es denn wollt. Wie ihr wünscht, Warmen. Belronen Telvannis Leiche bleibt dort liegen, wo er im Kampf gefallen ist. Er hat nur einen winzigen Schnitt am Arm. In seinen Gürtel steckt eine zerknitterte Nachricht. Die zerknüllte Nachricht droht damit, Belronens ketzerischen Handel mit Dedrichen Relikten im Tribunal offenzulegen, falls Telvanni nicht bezahlt. Der Brief ist mit V unterschrieben, weist aber ansonsten keine besonderen Merkmale aus. Über die Zweideutigkeit der Täuschung meditieren. Achso, ich wollte gerade sagen, wie meditiere ich denn jetzt? Fürst Vivek, Warmen sollte tot auf dem Boden liegen. Belron wollte die Nachricht nicht teilen, die dieser Tempelnetz ihm geschickt hat, aber er versicherte mir, dass der Inhalt böse war. Einer, der dem Tempel treu ist, streitet um Geld? Ihr solltet ihn selbst töten, mein Fürst. Ihr wünscht Warmens Tod? Niemand soll an eurem Übermaß an Offenheit zweifeln. Also, die Fenila will, dass er stirbt. Fenila hat Belronen vor dem Duell ihre Klinge geliehen. Ich habe darauf bestanden, dass Warmen und Belronen die Waffen tauschen. Ihr hättet gedacht, sie wäre der Aschberg, so wie sie gekocht hat. Ja, dann ist es doch ganz klar. Sie wollte, dass er stirbt, also der Warmen hieß er, meine ich. Hat deswegen die Klinge wahrscheinlich vergiftet oder ähnliches. Er hat allerdings gesagt, die sollen die Waffen tauschen. Und damit hat er dann einen anderen Typen vergiftet. Ist doch ganz klar. Fenilas Klinge hat Belronen getötet. Eure Worte werfen Licht auf mehr als nur eure Kleingeistigkeit. Hallo? War das jetzt eine Beleidigung? Okay. Fürst Vivek. Ich war hier, als Belronen seine Herausforderung äußerte. Er würde noch leben, wenn Fenila nicht gewesen wäre. Sie hat die Wut des Telvanni geschürt und ihn gedrängt, einer Beleidigung seiner Ehre nicht nachzugeben. Sie hat sich seine Freundin genannt. Seltsame Art, das zu zeigen. Naja, also es deutet alles auf sie hin. Fenila drängte auf das Duell. Interessant, was ihr da sagt. So, aber... Ach, das ist die, die hier so rumläuft. Moment, das ist eine ganz... Hallo? Eine Tragödie, Fürst Vivek. Belronens Tod im Tempel bringt große Schande über sein Haus. Ich hatte gedacht, dass vernünftige Worte ihn vom Duell abbringen könnten. Solches Temperament ist normal im Hause Telvanni. Aber es steht mir nicht zu, ihre Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Kaum einer konnte an eurer ungekünstelten Selbstsicherheit zweifeln. Ja, ich möchte mein Urteil fällen. Aber wie? Entlarvt den Verräter. Wie denn? Wie denn? Ist sie das? Fenila, ne? Kann man nochmal mit ihr reden? Fürst Vivek. Warmen sollte tot auf dem Boden liegen. Belron wollte die Nachricht nicht teilen, die dieser Tempelnetch ihm geschickt hat. Aber er versicherte mir, dass der Inhalt böse war. Einer, der dem Tempel treu ist, streitet um Geld? Ihr solltet ihn selbst töten, mein Fürst. Warmen hat Belronen mit eurer Klinge getötet. Ein einziger Kratzer und er starb. Warum? Morami hat mir gestern Gift verkauft. Ich hatte vor, nächste Woche Klippenläufer jagen zu gehen. Doch dann beschloss ich, dass dies ein besserer Weg wäre, um Ungeziefer zu vernichten. Daher habe ich die Klinge vergiftet. Belronen hätte nie die Waffen tauschen sollen. Schlimmer noch, er hätte nie gegen Warmen verlieren sollen. Eure Taten haben zu Belronens Tod geführt. Mein Fürst, das Leben von einem wie Warmen steht im keinen Vergleich zu Belronen Telvanni. Ja, ich wollte die Verderbnis aus dem Tempel herausreißen, indem ich diesen Haufen Skripp-Gelee vergifte. Ich würde es wieder tun. Eure Hände haben die Klinge vergiftet. Das Gift hat Belronen getötet. Ihr tragt den Großteil der Schuld. Ihr seid in unserer Haut gewandelt und habt unser Urteil gefällt. Ihr habt die Lüge im Herzen der Wahrheit aufgezeigt. Das mag an euch vorbeigehen. Es ist nicht wichtig. Seid ihr Vivek?
Wir sind die Echos von Vivek. Nicht mehr und nicht weniger. Wir erinnern uns an die Weisheit seines Urteils, das von euren eigenen abweicht. Ihr konntet es nicht wissen. Ihr seid nicht Vivek. Wen hat Vivek gewählt? Beide. Keinen. Wir belohnten Fenila zwar für ihre List, aber dennoch musste das Haus Redoran dafür büßen, einen Telvanni in einem Duell vergiftet zu haben. Wir zogen Morami für ihre Taten die Haut vom Leib, aber sprachen dennoch Haus Khlalu ein Lob aus, weil ihre Taten eine Ketzerei aufdeckten. Könnt ihr diese Wahrheit akzeptieren? Nö, weil sie ist es ja schuld. So. Trotzdem sage ich ja, ich akzeptiere sie. Für eure Weisheit und euer Urteilsvermögen habt ihr euch Viveks Gunst gesichert. Erhaltet unseren Segen. Ja, dann müssen wir jetzt hier rein oder raus. Nee, rein. Das ist die Mitte. Ihr seid zu spät. Vox hat das Artefakt. Velots Urteil ist in ihren Händen. Macht nix. Wir gewinnen immer noch. Ihr wisst nichts von den dreien. Al-Sivi kann euch jetzt nicht retten. Muss ich das in der richtigen Reihenfolge machen? Weil die gehen hier irgendwie immer wieder an, habe ich das Gefühl. Hm. Oh, komm, ehrlich jetzt? Das ist in einer gewissen... Moment. Relikt von Vivek. Was haben wir denn hier? Vivek? Alamex. Almalexia, Mann. Danach hatten wir dann Sotasil. Aber wir haben doch jetzt nur drei gehabt, oder? Danach hatten wir Sotasil. Dann hatten wir Vivek. Ja, jetzt auf einmal sind es auch nur noch drei, okay? Ja. Ich mag fallen, aber ihr seid zu spät, um Magistra Vox aufzuhalten. Sie wird euch alle vernichten. Nein. Basti, könntest du mal aufhören, immer im Weg rumzustehen? Aber das waren gerade doch ernsthaft vier, oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder es ist direkt wieder angegangen, weil ich es jetzt einfach so wahllos gemacht habe. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt müssen wir wieder zum Ausgang erstmal gehen. Drum, drum, drum. Da. Ich spürte einen Schwall an Energie aus dem Tempel strömen und begab mich sofort hinein, während ich das Schlimmste annahm. Doch ihr habt triumphiert. Was habt ihr entdeckt? Die Leitgeborenen haben ihre eigenen Truppen geopfert, damit Vox und Velots Urteil entkommen konnten. Ich werde herausfinden, welche Mächte Velots Urteil besitzt und warum Vox es gestohlen hat. In der Zwischenzeit müsst ihr Magistra Vox verfolgen. Für euren Heldenmut und euren Dienst an diesem Tage ernenne ich euch zu einer Hand von Almalexia. Geht mit meinem Segen. Hat sie das nicht schon in der letzten Folge gemacht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir haben den mittleren Kopf von Umarmung der Mutter der Nacht erhalten. Und einen Fertigkeitspunkt. Als Vox aus Gramfeste floh, ging sie nach Osten. Wegen des Aufruhrs in jüngster Zeit sind die Ordinatoren in höchster Alarmbereitschaft. Einer von ihnen hat sie in diese Richtung ausziehen sehen. Dann mache ich mich lieber auf dem Weg nach Osten. Im Osten von Gramfeste liegt Selphora, ein ruhiges Dorf, das für seinen Freigeist bekannt ist. Vox ist dort ganz sicher durchgekommen. Beginnt eure Suche in Selphora. Ich bin auf dem Weg. Ja, aber ihr kennt das ja jetzt schon mittlerweile. Wir sind jetzt schon wieder an einer halben Stunde dran und wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge, ich denke mal direkt am Zielort wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.